Hallo, mein Name ist Frank und ich bin 45 Jahre alt. Ich bin hier auf der Feuerwache der Wachleitervertreter. Ich unterstütze meinen Wachleiter in seinen Aufgaben und kümmere mich um das Personal. Ich plane Ausbildung, kontrolliere die Urlaubsplanung und ich bin für den reibungslosen Ablauf hier auf der Feuerwache mitverantwortlich und unterstütze meine Kollegen und Kolleginnen bei ihrer täglichen Arbeit für die Berliner Feuerwehr. Meine Aufgaben hier auf der Wache sind nicht nur das Unterstützen vom Wachleiter in seinen Dienstgeschäften, sondern fahre ich auch natürlich mit zu Einsätzen raus, zu Verkehrsunfällen, zu Bränden und ich besitze ein bis zweimal den Rettungswagen im Monat. Wir haben bei der Berliner Feuerwehr auch viele Aktionen und haben den Girls Day heute vorbereitet. Hallo, mein Name ist Livia. Ich bin Lavinia. Und heute sind wir zum Girls Day bei der Berliner Feuerwehr. Hallo, herzlich willkommen ihr beiden. Na, dann kommt mal mit rein, ich habe was für euch vorbereitet. So, wir gehen einmal die Treppe hoch, ist das so wie? Und dann geht es da weiter mit der Wachführung. Dann ihr beiden, kommt mal rein. So, und wir gehen dann weiter nach links. Okay. Wir sind hier im Herzen von Berlin auf der Feuerwache Mitte. Und wir sind hier über 100 Kolleginnen und Kollegen und besitzen 11 Feuerwehrfahrzeuge. Ich gehe mal ein bisschen vor und dann zeige ich euch mal, wo eigentlich mein Arbeitsplatz ist, wo ich sonst sitze und den ganzen Tagesablauf regle. So, dann kommt mal ruhig mit rein. Dann gehen wir einmal hier an den Rechner. Und hier ist eigentlich mein Arbeitsplatz. Auf diesem Stuhl sitze ich. Auf dem Stuhl sitze ich sonst und dann mache ich im Endeffekt meine ganze Büroarbeit. Ne? Ich kümmere mich hier um die Urlaubsplanung, um Lehrgänge, die ganz wichtig sind, was die Kollegen haben müssen. Ich kümmere mich um anstehende vielleicht Urlaubsverschiebungen, um Dienste, die vielleicht verschoben werden müssen. Dann kommen wir mit hier rüber, wir gehen einmal zum Rutschlangschacht. Und ihr seht ja die kurzen Wege, wenn ich einmal aus meinem Büro komme, kann ich ganz schnell hier rüberlaufen. Und jetzt ist die Tür zu, ne? Ich kann also nicht die Tür aufmachen. Und damit nicht auszusehen jemand, ein kleines Kind, hier auszusehen langläuft und die Tür nicht aufkriegt, haben wir extra einen Schalter dafür, dann geht die Blinkleuchte an und die Tür fährt automatisch auf. Und ich kann dann dementsprechend die Rutschlange runter. Die Tür geht automatisch wieder zu. Wenn wir nämlich alle nach unten rutschen, ist keiner mehr hier oben, der die Tür zu macht. Und jetzt könnt ihr ganz, ganz gut sehen, die Tür fährt automatisch wieder zu und dann geht das Licht aus und dann kann das ganze Spiel von vorn beginnen. So, genau, macht mal heute ein bisschen größeren Kreis. Sonst sind es ja mehr Kinder, ist ja heute leider nicht möglich. Deshalb für euch beide heute ganz exklusiv Funktionseinteilung. Also so sieht das bei uns aus. Ich hatte ja schon erwähnt, wir haben heute die Wachabteilung Nummer 4 im Dienst. Ist ganz gut zu erkennen, alles was blau ist, gehört zur vierten Wachabteilung. Und heute Abend kommt die Wachabteilung Nummer 1. Auch ganz gut zu erkennen, alles was rot ist, gehört zur ersten Wachabteilung. Und jeder auf dem Fahrzeug hat jemanden, der eben heute Abend dann quasi zur Abholung bereitsteht. Und die beiden Kollegen müssen sich finden. Wie bei euch in der Schule gibt es einen Tafeldienst und bei uns ist es so ähnlich. Jeder hat seine Aufgabe und auch an der Einsatzstelle hat jeder seine Aufgabe und muss sie dementsprechend auch wahrnehmen. Ne, wenn wir auf das Auto aufsitzen und zum Alarm fahren, weiß jeder eigentlich schon, was ihn an der Einsatzstelle erwartet und was dementsprechend von auch was der Fahrzeugführer, bei uns ist das der Staffelführer, von seinen Kollegen erwartet. Und das lernt man in der feuerwehrtechnischen Grundausbildung, die jeder im Endeffekt bei uns dann abgeleistet hat. Ja? Soll ich euch mal die Frauen zeigen, wo die zum Beispiel sind? Ja. Na, guck mal hier, jetzt haben wir. Hier haben wir zum Beispiel eine Frau, die ist heute als A-Trupp eingeteilt auf dem Löschfahrzeug. Also wenn die heute mit rausfährt und es brennt irgendwo, dann ist die gleich mit an vorderster Front und muss das Feuer löschen. Ne? Wir haben noch eine Frau. Diese hier, Sophie sitzt auf dem Rettungswagen 1204, heute als Auszubildende und begleitet die Besatzung und setzt im Endeffekt das um, was sie in der Schule gelernt hat. Gut, dann wären wir mit der Klade fertig und wir gehen weiter zur Küche. Ja, mal gucken, was es heute zum Mittag gab. So, Vorsicht Stufe. So, und dann kommt man mit rein und dann gehen wir einmal gleich direkt an den Ofen und dann gucken wir mal rein, was die Kollegen heute Leckeres gemacht haben. Und zwar gab es heute lecker Kartoffeln, Soße und, jetzt machen wir mal den Ofen auf und lassen uns überraschen, Schnitzel. So, guck mal, ganz lecker Schnitzel, ne? Aber auch die zwei Schnitzel, die jetzt hier drin liegen, das ist nicht so, dass sie übrig sind, sondern die beiden Kollegen oder die Kolleginnen, die jetzt noch unterwegs sind, haben wahrscheinlich noch kein Mittag gegessen und freuen sich jetzt natürlich auf ein
etwas Warmes zu essen. Und auch hier oben nochmal, könnt ihr dann mal gucken, dazu gab es ganz leckeren. Wisst ihr, was das ist? Blumenkohl. Blumenkohl, genau, Blumenkohl. Und dann mit so ein bisschen Ei und Semmelbrösel so ein bisschen nochmal aufgehübscht. Der kocht ja eigentlich, macht alles sauber. Also, kochen. Das kocht jeder bei uns. Also jeder hat eine Spezialität, die er ganz gut machen kann. Und anschließend machen wir auch alle zusammen sauber. Also keiner ist davor befreit, außer der Wachabteilungsleiter, der dementsprechend andere Aufgaben hat, der sich dann um andere Sachen schon kümmert. Aber hier in der Küche helfen alle mit. Und das bedeutet genauso wie bei euch zu Hause, viele Hände, ein schnelles Ende. Ja? Und heute hat Ralf um die 25 Essen gemacht. Ja, für 25 Leute hat er heute gekocht. Und deshalb ist es auch nicht über, sondern wir kochen immer genau auf den Punkt. Ja? Das Einzige, was mal passiert, dass vielleicht ein bisschen wenig ist. Wie zum Beispiel Kartoffeln, da kann man sich ganz leicht verschätzen. Oder man macht viel zu viel Reis. Dass wir viel zu viel Reis übrig haben. Aber wir werfen das nicht weg. Das benutzen wir dann morgen zum Abendbrot. Und dann wird irgendwas aus dem Reis gemacht. Und wir gehen jetzt runter in die Fahrzeughalle. So, mir nach. So, Vorsicht, Stufe. So, Dankeschön. So, einmal durch die Tür und dann geht es einmal runter die Treppe. Ja? So, jetzt geht es einmal auf die Tür. So, hier können wir natürlich sehen, alle Sachen weg. Die Kollegen haben gerade einen Alarm und sind unterwegs. Die haben ihre Sachen dann abgelegt, die sie jetzt nicht brauchen, und haben sich die PBI angezogen, um damit zum Feuer zu fahren. Ja? So, und jetzt einmal hier in den Raum, können wir da noch kurz reingucken. Kommt ruhig mit rein. So, einmal den Blick in den Raum. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, morgens jeder Kollege und jede Kollegin können sich hier ihre Sachen nehmen. T-Shirt, Hose, Pullover, Jacke, können sich dementsprechend frische Sachen anziehen und können dann zum Alarm fahren. So. Na los, dann kommt mal mit mir mit. So, einmal hier durch. Die Zaubertür geht auf und wir sind in der Fahrzeughalle. So, guck mal, nimmt man die Fahrzeuge, die jetzt nicht da sind, die würden sonst auf den leeren Boxen jetzt geschrieben oder in den leeren Boxen. Und die haben natürlich jetzt Alarm, sind unterwegs und retten kommen jemand. Geht mal rein und dann kann sich eine geradezu auf den Stuhl setzen. Wir haben das alles frisch gezogen. Und für dich, warte, für dich mache ich auch gleich noch einen Stuhl auf. So. So, setz dich mal hin. Und dann gehe ich da drüben auf die Ecke. So, und das ist ein Rettungswagen, der RTWC, der Berliner Feuerwehr. Die haben ja auf dem Auto verschiedene medizinische Geräte. Und was ich immer am interessantesten finde und was man auch immer jemand schnell erklären kann, ist das hier. Ja. Ne? Und jetzt tut mir mal einen Gefallen. Hat jemand von euch Nagellack auf dem Finger? Nö. Nee, ne? Welche Farbe hat denn euer Fingernagel? Rot, ne? Ja. Rot. Und jetzt nehmt mal einen anderen Fingernagel und drückt mal auf den roten Fingernagel drauf. Der wird weiß, ne? Ja. Und wenn man das wieder loslässt, dann wird er wieder rot. Ja. Und im Endeffekt macht dieses rote Licht sowas Ähnliches. Der drückt zwar nicht drauf, aber der durchleuchtet mit dem roten Licht, was man hier drin sieht, den Fingernagel und erkennt so den Puls und die Sauerstoffsättigung. So, jetzt können wir gleich mal gucken. Ja? Hier oben sieht man jetzt die Linie. Das ist von dem Sensor. Ja. Und das wird jetzt übertragen und jetzt kann ich dir genau sagen, du hast jetzt eine Sättigung von 98% in deinem Blut. Das ist die rechte Zahl und die linke Zahl ist die Frequenz. So oft schlägt das Herz in einer Minute. Ja? Und was immer so ist, bei Kindern schlägt das Herz ganz, ganz schnell. Und je älter man wird, desto langsamer schlägt das Herz, bis es irgendwann ganz aufhört. Wie viele Fahrzeuge habt ihr hier? Also hier auf der Wache haben wir insgesamt 11 Fahrzeuge, die von uns besetzt werden, hier auf der Feuerwache Mitte. Und wir haben noch ein Fahrzeug, da steht in Marzahn, auf der Feuerwache Marzahn. Und da besetzen wir auch noch ein Fahrzeug. Wie viele Einsätze habt ihr?
Also die Berliner Feuerwehr hat am Tag ungefähr 1300 bis 1500 Alarme, je nachdem wie das Wetter draußen ist. Und hier auf der Feuerwache Mitte fahren wir ungefähr 100 Alarme am Tag, mit allen Fahrzeugen zusammengerechnet. Habt ihr noch irgendwelche Fragen, ihr beiden? Wofür ist das Fahrzeug jetzt eigentlich hier? Also das ist ein Rettungswagen. Ein Rettungswagen. Und wie ihr schon seht an der Ausstattung, wir haben ja verschiedene Geräte, die wir mitführen. Und diese Geräte sind einfach für medizinische Notfälle. Wenn jemand einen Herzinfarkt hat, also wenn das Herz nicht mehr richtig schlägt, wenn jemand nicht genügend Luft bekommt zu Hause, ne, dann kann er uns anrufen oder jeder, der die 112 gewählt hat, kann dann auch damit rechnen, dass ein Rettungswagen der Berliner Feuerwehr zu ihm kommt oder zu der Person, die Hilfe benötigt. Und der Rettungswagen ist wirklich dafür da, für dringende Notfälle oder auch, wenn jemand ins Krankenhaus gefahren werden muss, weil zum Beispiel eine Geburt droht. Und solche Einsätze werden von uns damit abgedeckt. So, ihr beiden, habt ihr noch Fragen an mich? Nein. Okay, dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei der nächsten Station. Tschüss. Vielen Dank. Thank you.